Philipp, wie war's? 13. Kann es sein? 13. ja. Naja, war Lotterie, ne? Ich hatte auch schlechte Beine leider, glaube ich. Aber bei 3 Platten ist es schwierig zu sagen, wie die Beine waren. Das ist eigentlich schade, also die Veranstaltung ist der Verlierer des Tages, glaube ich. Ja, kann man wohl nicht anders sagen. Ja, es gab so viele Platten wie noch nie, also habe ich auch noch nicht erlebt. Jeder 5., 6., der über die Zielgerade fuhr, hat einen Platten. Und von hier ist er noch ein ganzes Stück bis zum Zieleinlauf. Anfang hast du gut gelegen und dann 3 Platten ist natürlich eine herbe Packung. Ja, genau. Ansonsten wäre wahrscheinlich Top-10-Platz sicher gewesen. Ja, könnte sein. Wie gesagt, ich war auch nicht wirklich gut. Aber es gab 2 Stellen, um Platz zu fahren. Und hier am Frekang war die schlechte. Und dann gab es noch eine andere Abfahrt, da war die gute Stelle, weil man nicht so lange mit Platten fahren musste. Aber ich hatte 2-mal hier am Schrägang. Und dann ist es relativ weit, ja. Wenn man die Strecke ohne Schnee sieht, dann scheint es irgendwie logisch, weil die liegt voller Eisenbahnsteine. Vielleicht sollte man in Zukunft auch wieder da einen Weltcup machen, wo man die WM machen will. Wie hast du dich motiviert, nachdem es den Platten gab? Gar nicht. Okay. Nee, naja gut, da war ja Platz 10 nochmal in Aussicht teilweise, da motiviert man sich schon. Aber ich kann irgendwie nicht damit arbeiten, wenn es so eine Lotterie ist. Ich bin an den Schräghang am letzten Mal gelaufen auch, weil ich glaube kein Laufräder mehr hatte im Depot. Ja, dann ist es irgendwie kein Radrennfahren, ne? Wenn man nur gucken muss, dass die Luft im Reifen bleibt. Ja, Ende der Durchsage. Ja.